Nö, ne? Ja, das gibt's nicht. Jetzt fahr ich mal auf die Autobahn und es ist Stau oder was? Oh, Mann. Ich glaube, es ist wirklich Stau. Leute, was geht ab? Euer Harzwader hier wieder am Start. Ja, wie ihr es schon sehen könnt, ich bin heute mit der BMW unterwegs. Ich habe gedacht, heute ist so tolles Wetter wieder und ich bin jetzt so oft SMCR gefahren. Und jetzt könnte ich auch mal wieder BMW fahren. Ich habe auch mega Bock einfach drauf, mal wieder eine Runde BMW zu fahren. Und in letzter Zeit kam vermehrt die Frage: Ey, Hauzi, wann fährst du mal endlich mal wieder BMW S1000 RR? Und da habe ich mir gedacht, so, okay, stimmt, habt ihr recht, es kam echt mega lange schon kein Video mehr mit der BMW. Und wenn mal eins kam, ja. Und im Allgemeinen sind dies Jahr ganz wenige BMW-Vlogs nur gekommen, weil ich echt größtenteils nur mit der SNCR gefahren bin. Und deshalb kommen jetzt einfach mal wieder ein paar BMW-Videos. Toll, ne? Ich war gerade auf dem Weg in Harz, aber ich bin wieder umgedreht, denn die Straßen sind ja überall nass und ja, das bockt ja jetzt auch nicht. Jetzt habe ich gedacht, naja, ich bin dieses Jahr nie so oft schnell gefahren, habe ich gedacht, fahre ich heute mal auf die Autobahn. Aber ich glaube, die Autobahn ist ziemlich voll. Shit. Whee. Es ist auch richtig ungewohnt, die BMW zu fahren. Auch gerade von der Sitzposition her. Hier liegt man ja mehr drauf. Oh, Mann, oh. Warum muss die Autobahn voll sein? Naja, wir fahren trotzdem ein Stück Auto. So geiles Wetter hat man den ganzen Sommer nicht. So wie es aussieht, soll jetzt die Woche ja so einigermaßen gut bleiben. Das wäre echt mega schön, wenn das Wochenende auch nochmal so schön wird. Ich glaube, da freuen sich so einige Motorradfahrer, dass sie jetzt wenigstens zum Herbst noch mal ein paar Mal fahren können bei schönem Wetter. Oh, ist noch orange. Ist noch orange gewesen. Die ist noch orange gewesen. Ich könnte ja auch nach Kassel runterfahren. Naja, ich fahre erstmal ein Stück hoch Richtung Hannover. Muah. Boah, es war echt mega viel los auf der Autobahn. Also richtig viel. Wir müssen auf die linke Spur kommen. Ich hoffe, dass es von den Windgeräuschen her auch so geht und dass kein Knacken im Video zu hören ist, weil wenn ich schneller fahre, dann wackelt das Kabel an der Kamera manchmal so ein bisschen und über dieses Rauschen davon. Och nö, ne? Ja, das gibt's nicht. Jetzt fahr ich mal auf die Autobahn und es ist Stau oder was? Oh, Mann. Ich glaube, es ist wirklich Stau. Also dränge ich mich jetzt durch und fahre die nächste Abfahrt wieder ab. Na super. Na, Baustelle. Überall in Deutschland sind nur Baustellen. Baustellen, Baustellen, Baustellen. Na, noch fies der Verkehr. Ach man, oh. Ich glaube, gleich kommt es zum Stehen. Oder nur noch, dass nur noch Schritttempo ist. Da wollte ich meine BMW echt mal ein bisschen auf der Autobahn ausfahren. Und was ist? Nichts. Könnte ich auch mit dem Roller fahren, so schnell wie ich gerade fahre. Ich glaube, ich dränge mich jetzt mit dem Motorrad vor. Das mache ich auch. Das ist das Schöne am Motorradfahren. Ich liebe es.
Boah, ich glaube, hier vorne müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay. Eine Fahrbahn ist dicht. Es wird von 3 auf 2 Fahrbahnen gemacht. An solchen Stellen sollte man natürlich nicht weiter überholen in der Mitte. Könnte gefährlich werden. Was? Jetzt haben wir gleich nur noch eine Fahrspur. Jetzt machen sie von 2 auf 1. Na super. Was mich jetzt bloß frage, darf man den Seitenstreifen jetzt mitbenutzen oder nicht? Eigentlich ja nicht. Das Lustige ist ja, diese Autobahn hier, die ist nagelneu. Die ist keine... Die ist höchstens 1-2 Jahre alt. Und jetzt fräsen die schon wieder oben die oberste Teerschicht ab. Auch nicht schlecht. Ein bisschen zu rasen ist die Autobahn einfach zu voll. Die ist zu voll. So, wo können wir denn hier hinfahren? Ja, da müssen wir wieder über den Harz zurückfahren. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Fahren wir mal hier lang. Jetzt kann ich jetzt sowieso nur noch, glaube ich, 1,5 Wochen mit der Maschine fahren. Weil die BMW hat ja nur Saisonkennzeichen. Und dann muss ich sie sowieso erstmal an der Seite stellen. Und dann kann ich sie, glaube, oder dann kann ich auch schon mal langsam anfangen, sie auseinanderzubauen. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich jetzt was lackiere. Mein Plan war es ja eigentlich, die Felgen so neonrot-orange zu lackieren, so wie von Dainese das Logo. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ihr wisst ja, wie das Dainese-Logo aussieht. In diesen Farbton so die Felgen zu machen, dann den Rest erstmal komplett weiß machen, weiß lackieren. So war mein Plan. Und dann halt ein paar andere Verkleidungsteile aus Carbon. Und auf dem Weißen sollten über in diesen Neonrot, sagen wir jetzt mal dazu, über so Sticker hier drauf. So war ungefähr, oder so ist mein Konzept. Dann wollte ich hinten eine Sozius-Abdeckung drauf machen, also den Sozius jetzt wegmachen und eine Sozius-Abdeckung drauf. Die Fußrasten hinten für den Sozius abmachen. Was sagt ihr denn dazu? Also, findet ihr es gut, so in die Richtung zu gehen oder eher doch was anderes machen? Ich war davon mal voll überzeugt, aber so mittlerweile denke ich immer so, dann sieht es irgendwie auch langweilig aus. Ich will was haben, was einzigartig ist, was es nur einmal gibt. Ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, haut sie mal raus. Würde mich auch mal interessieren. Ich hätte danach schon mal gefragt. Aber ich finde, so Felgen in Neonfarben, das fällt halt voll auf und das sticht auch sofort raus. Ich finde das ultra geil bei Motorrädern, wenn die Felgen in Neonfarben haben. Ich feiere das total. Ich feiere das abnormal. Manchmal habe ich auch schon überlegt, die einfach weiß-pink zu machen. Dann muss ich beim Winter mal ein neues Schweißband kaufen. Dann musst du sowieso zur BMW mal hin. Ich muss sie da auslesen lassen, weil, wie gesagt, irgendwo muss ich einen Wackelkontakt oder so drin haben. Denn irgendein Sensor schlägt der mal aus. Geht immer an und dann mal wieder aus und mal wieder an und mal wieder aus. So, jetzt muss ich mir überlegen. Ach, ich muss rechts. Ich muss rechts. Über die Dörfer zurückzufahren. So. www.bwfuhrpark.de. Okay. Bundeswehr. Gibt jetzt so eine neue Serie auf YouTube von der Bundeswehr. Ich glaube, Mali heißt sie. Vorher gab es auch so eine andere Serie von der Bundeswehr auf YouTube. Totaler Reinfall, finde ich. Meine Meinung dazu ist, dass die Bundeswehr sich da voll zum Affen macht, ohne Witz. Da kann man die einfach nicht ernst nehmen. Ich finde sowieso, dass die Bundeswehr heutzutage nur noch so ein Gesang- und Marschierverein ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass es nicht daran an der Bundeswehr selber liegt, sondern es liegt einfach daran, dass die Bundeswehr die ganzen letzten Jahre kaputt gespart wurde. Die wurde förmlich kaputt gespart.
So, da muss man nur mal sehen, die Hälfte von den Düsenjets, die fliegt nicht, die Hälfte der Panzer funktioniert auch nicht. Die Hälfte der Waffen funktionieren irgendwie auch alle nicht. Also ich finde einfach, in der Situation sollte man entweder die Bundeswehr ganz abrüsten. Wir sind ja sowieso in der NATO, das heißt, wenn uns wer angreifen sollte, tritt der Bündnisfall in Kraft. Das heißt, dass die anderen NATO-Staaten uns helfen müssten. Also, ich weiß jetzt nicht, ob wir überhaupt Militär besitzen müssen, ob das Pflicht ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das bestimmt auch Pflicht ist. Weil ansonsten könnte man die Bundeswehr einfach komplett abschaffen und das Geld sparen und lieber in Bildung stecken. Oder in sinnvolle Projekte. So, in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Beende jetzt den Vlog hier an dieser Stelle. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein... Ich will jetzt mal sagen, lasst ein Like und einen Daumen da. Nein, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Also, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.